sag Dinge wie, ich hab die Regeln nicht gemacht. I'm not a player, I just fuck a lot. Er fragt sich nie, ob er das machen darf. Er hat nur seinen Spaß gehabt, immer nur der Nase nach. Und er spielt nur das Spiel, denn er hat offenbar Talent. Nach nur ein paar Dates kriegt er oft wochenlang noch Mails. Aber er ist immer ehrlich zu den Mädels, sagt er sich. Und das ist auch der Grund, dass was er will, ist was er kriegt. Und was er kriegt, sind viele Fotos, weil er höflich darum bittet. Manchmal sehr direkt und manchmal zögern sie ein bisschen. Die Paar, die es nicht tun, fotografiert er, wenn sie ficken. Um die Fotos kurz danach in seine Jungsgruppe zu schicken. Da sind mittlerweile einige Frauen in BH und oben ohne. Die Jungs nehmen sich Zeit, um jede einzeln zu benoten. Jede einzeln zu benoten nach einem eigenen System. 70% Arsch, 30% Face. Auf der Jagd nach einer 10 hat der anscheinend einen Lauf. Den Geschmack von Fabi, Marc und Jonas kennt er schon genau. Inzwischen wählt er seine Dates auch manchmal danach aus. Gott sei Dank hat der es so einfach mit den Frauen. Dinge wie, ich hab die Regeln nicht gemacht, während sie den Schlüssel in die Tasche packt. Ich hab mein ganzes Leben auf mich selber aufgepasst. Die Tage sind vorbei, an denen mich das traurig macht. Die Tage, an denen mich das wütend macht, noch nicht. Etwas schwingt in ihrer Stimme, wenn sie spricht. Und dann versuch ich's mir das anzulesen. Wenn auch nur aus zweiter Hand erleben, was es heißt, ein Mann zu stehen, wenn du keiner bist. Gott! Gaul, was machst du da? Hm? Ich hab nur gedacht, ja, hör mal, das geht doch so nicht. Ja. So hält man noch kein Pfefferspray, oder? Komm her. So, pass auf. Also, hier, ja? Setz mal die Fingerchen ein bisschen zurück, damit man schon was sieht. So. Ja, was? Und dann auch noch ein bisschen dran. So. Ja? War doch gar nicht so schwer, oder? Endlich! Na dann? Gott. Und bitte! Was soll das heißen, seinen Mann zu stehen? Muss mir im Spiegel denn ein Schwanz begegnen für das Recht, mit meinem Geschlecht anzugeben? Es fängt bei Sprache an und hört bei Frauen auf, die nur mit Pfefferspray noch tanzen gehen. Ich hab das alles satt. Und sie sagt, du kannst so viel lesen, wie du willst, in den Statistiken und Polizeiberichten. Und du kannst all die Texte schreiben, doch es bleiben unsere. Und unsere sind eben nicht deine Geschichten. Ihre Worte hallen in mir nach, ich senk den Kopf und schließ die Augen, sie hat recht. Deine Geschichte zu erzählen heißt meine Sicht davon erzählen und meine Sichtbarkeit nimmt deine wieder weg. Es ist nicht meine Geschichte. Nicht meine Geschichte.